kann gleich losgehen. Okay. Aha, es ist wieder Wochenende, hä? Du willst in die Disse und was abschleppen? Dann bist du bei mir genau richtig. Ich zeig euch, wie man mit den einfachsten Pickup-Lines die süßesten, üppigsten, geilsten, schärfsten... Was? Das sind die falschen Pickups. Oh, sorry. Falsches Format. Uiuiuiuiuiui. Okay, ja, erstmal bequem machen hier. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Sorry, falsches Format eben. Das ist ein anderes Format auf eigentlich für einen anderen Channel von mir. Ganz andere Nummer, aber egal. Ja, natürlich geht es hier um Game Pickups heute. Und ich habe aber unter anderem zwei richtig heiße, krasse, heiße Geräte am Start. Und was das ist, sehen wir gleich. Let's go. Ja, das erste, was ich bekommen habe, und zwar vom Gary. Ich habe hier nämlich was mitgebracht von der Börse, was Resident Evil bezogen ist. Und der Bürgermeister, der Florian, hat mir was für den Gary mitgegeben. Und der Gary hat es mir wiederum gegeben. Einfach so, keine Ahnung, warum und was für ein Deal die da hatten. Nee, beziehungsweise, genau, er hat es mir gegeben und ich habe dann dem Flo dafür einen Zehner gegeben. Egal, absolut fair. Es geht um die Steelbox von Resident Evil 4 für die PS2. Ja, und ja, ich... So in letzter Zeit finde ich immer mehr Gefallen an Steelbooks. Ich habe nie, ja, bin nie so wirklich effektiv dahinter. Aber wenn ich mal eins in die Finger bekomme, dann liebend gerne. Vor allem für so einen Bro-Preis. Also geht normalerweise gut und gerne für 20 Euro weg. Und wir sehen hier drin, ist die Anleitung am Start und ein sehr schönes so, Hintergrund. Der Hintergrund ist so waldig, ja, mit einem, da steht, ich weiß nicht, ob man sieht, ein... Kollege mit einer, ja, Kettensäge. Und, ja, ich, mir fehlt noch die, das Remaster für, die Xbox One hätte ich das gerne. Und ich finde es einfach in keinem Mediamarkt Saturn mehr. Ich finde kein, oder in einem Gebrauch, ich finde einfach, weiß nicht, was da los ist. War die Auflage so klein? Naja, auf jeden Fall, für die PlayStation 2 im Steelbook, die normale Fassung hatte ich schon. Und ja, was soll ich sagen? Also ich war von Resident Evil 4 damals nicht so angetan, hauptsächlich wegen der Umstellung der Kamera, ja, von vorgerenderten Räumen und festen Kameraperspektiven, wie man es halt kannte, bis zum dritten Teil von Resident Evil, dann plötzlich ein Third-Person Resident Evil, war ich nicht so angetan und auch, dass das Dorf, in dem man am Anfang ist, dass da keine Zombies sind, sondern so, keine Ahnung, vom Kult geblendete Dorfbewohner, wie auch immer. Aber mit der Zeit, beziehungsweise ich hab's dann irgendwann mal, ich so, okay, komm, zock's halt einfach mal. Und ich muss sagen, neben Resident Evil 2 und Resident Evil 7, 8 habe ich noch nicht gespielt, ist Resident Evil 4 mein Favorite Resident Evil. Ja, man fängt an. Als Leon und kommt in die, ja, muss die Tochter des Präsidenten finden, die irgendwie verschwunden ist und man kommt halt in dieses Dorf am Anfang und merkt sofort, irgendwas stimmt da nicht, ja. Und was soll ich groß sagen, ich finde, also nach dem Teil, die ganzen anderen Teile danach, 5 war dann so mega actionmäßig, 6 hat mir gar nicht gefallen, habe ich relativ schnell abgebrochen, aber 4, also als ich das Gameplay gecaptured habe, war ich schon eine Stunde dran gesessen. Normalerweise lasse ich mir so eine Viertelstunde, maximal eine halbe Stunde Zeit, um Gameplay zu capturen, um das Spiel ein wenig wieder, ja, entweder kennenzulernen oder mich zu erinnern, so, ah, okay, das so und so und so lief das. Aber ich war eine Stunde mit dem Game beschäftigt und, wie gesagt, bis heute mein Favorite Resident Evil, ja, Resident Evil 4. Dankeschön nochmal an Gary und an den Bürgermeister für die schöne Steelbook. So, was haben wir dann? Von Marcel, vom Commander aus dem Norden. Ein Tausch? Da ist was. Ja, der Zettel war dran. Das kam so schon. Und zwar geht es hier um Helmut. Ja, was er von mir gekriegt hat, seht ihr eventuell in einem seiner Videos. Ein Pickup-Video oder so.
vom Commander Marcel, einmal Helmut. Ist ganz lustig, die Amis sagen alle Helmut. Helmut, ja. Ich schätze mal, die wissen nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass das auf den Namen Helmut, ja, bezogen sein soll, denn man spielt sozusagen einen verrückten Wissenschaftler und verrückte Wissenschaftler sind in Filmen ja immer Deutsche. Ja, deswegen Hell, also Hölle und halt Hell, Hölle und Mut, also Hellmut, ja, irgendwie, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, man spielt einen, einen verrückten Wissenschaftler, der den Teufel, ja, herbeigerufen hat, um, damit wir, ewiges Leben haben und der Teufel macht uns platt. Und dann kommt aber so ein anderes Vieh, macht uns wieder heil, aber dann sind wir nicht mehr uns selbst, sondern wir sind so ein komisches schwebender Schädel und wir können aber verschiedene Formen annehmen in dem Game und es ist ein Top-Down Twin-Stick-Shooter sozusagen, also wer Spiele wie Binding of Isaac kennt oder so in dem Dreh, also so ungefähr ist das, kann man sagen. Und es ist einfach ein Game. Ich weiß nicht, warum es der Marcel aussortiert hat. Ich finde es mega geil. Es ist, ich mag diese, es ist so ein kurzweiliges Ding wieder, ne? Kann man mal reinploppen. Und es ist aber sackschwer. Deswegen ist es auch so kurzweilig, ja? Aber es ist einfach, ja, man, wie gesagt, es gibt verschiedene, man kann sich in verschiedene Formen verwandeln. Tiere mit verschiedenen Fähigkeiten. Es gibt unzählige, also gefühlt unzählige Arten, sich zu upgraden und, ja, verschiedene Waffen zu haben und Spezialangriffe und die Gegner, die kommen einfach so in Scharen und versuchen einen zu überrollen. Ist auch ganz cool, da gibt's einen Shop und in dem Shop steht ein Arcade-Automat, in dem man Hell Invaders spielen kann, also so ein Space Invaders Abklatsch sozusagen, ja. Also, ich weiß nicht, es dürfte jetzt kein allzu teures Spiel sein, aber ich kann's einfach jedem empfehlen, ja. Wenn ihr das seht im Regal oder irgendwo, Helmut, ja, eins dieser Twin-Stick-Indie-Games, ja, mit der Top-Ansicht sozusagen, also, ja. Ich fand's cool, ich find's echt nice. Hat Spaß gemacht. So, dann gab es was vom Hose, und zwar für 10 Euro inklusive, und das war's mir wert, eine OMD, ja, von Daft Punk. Und, was steht da? Daft Punk und Lai Matsumotos Interstellar 5555. Ich denke mal, er ist für die Animation in der OMD für die PSP verantwortlich. Also es ist sozusagen, ich weiß nicht, ob es eine Compilation von, also ein Best-of Daft Punk oder ob es irgendein spezielles Album ist. Auf jeden Fall, es geht 65 Minuten und man bekommt einige Songs von Daft Punk in einer animierten, in einem animierten Style, ja. Also das, hier, schaut hier, das Artbook ist auch mega nice, schaut euch das an. Also das ganze Video ist so in dem Stil, die ganzen Songs, die ganzen Musikvideos dazu, ja, ist wirklich, wirklich, wirklich nice. Also es ist eines dieser Musik-OMDs wieder für die PSP und die stelle ich mir auch gerne in die Sammlung und ich mag Daft Punk, also es gibt schon der ein oder andere Track von Daft Punk, der mir reingeht. Also, wie gesagt, 10 Euro inklusive Versand. Selbstkosten der Hose hat es, glaube ich, auf dem Flohmarkt mitgenommen für mich. Dankeschön, mein Freund. Mega, mega geil. Wie gesagt, 10er war es mir definitiv wert. Ist jetzt nichts, was man so oft sieht auf der OMD. Ne? Für OMD, für die PSP. Also, geile Sache. Dann kommen wir zu einer lustigen Geschichte. Ihr könnt euch erinnern an mein Sealed Thor, was ich vor ein paar Wochen bekommen habe von meinem Freund Peter Hetmanek. Ja, und das steht immer noch sealed im Regal und ich will's aber natürlich zocken und hab's mir dann bei Amazon bestellt für 15 Euro oder knapp 16 Euro inklusive, ja, ohne groß zu nachzudenken, also, ne, hier ist das Teil und das Ding ist aber, das kam auch wieder sealed an, also das gab's wieder sealed für 16 Euro knapp und wie ihr hier sehen könnt, ich hab's aber geöffnet, denn wie gesagt, ich will es ja zocken, ja. Und wenn wir da kurz reinschauen, dann, ja, das Spiel ist immer noch in meinem 3DS. Hier ist die Anleitung dazu, ja. Nicht allzu spektakuläres. Ich habe ja, als ich das Spiel vom Peter bekommen habe, schon darüber geschwärmt, dass es, ja, sehr geil aussieht vom Artstyle. Und wie gesagt, ich habe es jetzt schon ein bisschen gezockt. Ich bin jetzt bei Akt 3, also ich bin jetzt
hab's jetzt so eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt und ich kann nur bestätigen, was ich in dem Pickup-Video schon gesagt habe, als ich das vom Peter bekommen habe. Es ist sehr, sehr geil. Ja, es sieht mega geil aus. Es ist ein schönes, so handgezeichnetes Artwork. Und im Gegensatz zu den anderen Ablegern, ja, für den 3DS, für die PS3, wie auch immer, wo das überall rauskam, ist das mit Abstand das beste Spiel. Ja, weil die anderen, die sind alle so komische 3D-Ableger. Und das hier, es sieht einfach optisch einfach mega, mega geil aus. Und die Story ist relativ kurz gehalten, also nicht allzu kompliziert, was ich immer gut finde. Diese also Trolle greifen Asgard an oder wie auch immer. Ich kenne die Lore von Thor nicht so wirklich, aber sie greifen uns halt an. Und wir müssen rausfinden, wo die herkommen, was sie wollen. Also natürlich wissen wir, was sie wollen, aber wie wir sie halt stoppen können und bla bla bla. Und ja, die Dialoge in dem Spiel sind recht kurz gehalten. Also man muss sie lesen, es gibt jetzt kein Voice-Acting oder so. Aber sie sind schön kurz und knackig gehalten. Die Level sind relativ lang, also bis man mal so einen Akt durch hat, gehen schon ein paar Minuten. Wie gesagt, ich bin jetzt bei Akt 3 und was ich sehr, sehr geil finde an dem Game ist auch halt, wie gesagt, also wie gesagt, ich habe das jetzt noch nicht gesagt, aber ich sag's jetzt, die zwei Screens des DS oder beziehungsweise des 3DS in meinem Fall mit eingezogen haben, ja, sodass man von die kompletten Screens ausgenutzt hat, ja, und man hat einige so Angriffe, verschiedene, eine Handvoll Angriffe, die werden anscheinend auch nicht mehr, also, na, man kann seinen Hammer werfen, man kann damit schlagen, man kann in die Luft springen, mit dem Gegner so nach oben wirbeln, ihn in der Luft angreifen, dann so ein Steilflugangriff nach unten, Gegner kann man packen, man kann die Umgebung, Säulen kann man packen und werfen und so. Also wie gesagt, so eine Handvoll Angriffe und Interaktionen mit der Umgebung. Wird aber nicht langweilig. Also ist ein schöner Brawler, Side-Scrolling-Brawler auf jeden Fall. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist noch, ich sag mal, recht günstig, zwischen 15 und 20 Euro. Sollte man da definitiv zuschlagen. Und es ist meiner Meinung nach im wahrsten Sinne eine versteckte Perle. Also bis ich das vom, ne, man denkt immer so, ja, hier für ein DS, ein filmbasiertes Spiel. Nee, macht wirklich, wirklich Bock. Kann ich nur wärmstens empfehlen, Thor für den 3DS. DS. Aber man kann es auf dem 3DS spielen. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Weiter geht's. Kleinanzeigen. Für 8 Euro inklusive Versand gab es zwei Filme. Und zwar zum einen Alone in the Dark und Der Schakal. Der Schakal ist einer der besseren, oder was heißt, es gibt so viele gute Bruce Willis Filme, aber einer der wenigen Filme, sage ich mal, wo er den Bösen spielt, ja, und er spielt die Bösen einfach wirklich gut. Er kann das einfach. Bruce Willis hat von Haus aus einfach diese arrogante Art an sich, ja, diese liebevolle arrogante Art, aber wenn er einen Bösen spielt und es dann richtig raushängen lässt, mega. Ja, Der Schakal und dann noch von Uwe Boll, Alone in the Dark. Damals, Director's Cut, mit Tara Reid und Christian Slater, Steven Dorff, ich weiß nicht, wie Uwe Boll immer, trotz seines Rufes, immer so Hollywood-Actor gekriegt hat, also immer recht aktuelle auch in seinen Filmen, also krass. Wer die Spielereihe kennt, der, ja, weiß, wo er da dran ist, Survival-Horror-Games, ja, Alone in the Dark, die Alone in the Dark-Serie, Reihe, ja, auf diversen Plattformen. Aber ja, der Film an sich, ich weiß noch damals, als er rauskam, 2004, 3 oder 1 sogar, irgendwie 2004, glaube ich, steht hier, habe ich ihn einmal geguckt und war okay. Ich kann mich nicht wirklich krass dran erinnern, aber er war jetzt nicht so gut, dass ich ihn als sehr gut in Erinnerung habe. Aber für die UMD-Sammlung einmal Der Schakal und Alone in the Dark für 8 Euro inklusive. Ja, das sind 4 Euro pro Film, da sagen wir nicht nein. Dann noch ein Kleinanzeigendeal für 12 Euro inklusive. Oh, was sehr, sehr, sehr geiles, kann ich nur sagen. Einer meiner absoluten Top-Filme, Favorite-Filme, wenn er im Fernsehen kommt. Ich
muss ihn schauen, ich kann nicht wegschalten. Und zusammen mit der Pate, der beste Gangster-Mafia-Film aller Zeiten, Goodfellas. Ja? Und ich habe hier eine Hülle drum, ja, schon. Denn der hier ist sealed. Und was habe ich gesagt? 12 Euro inklusive Versand war mir der sealed absolut wert. Und die Hülle gleich vorweg. Ihr seht, dass die sind super geil für PSP-Spiele. Na, wenn ich das mal hier aufkriege, ja, dass ihr es besser sehen könnt, ja. Mega. Die gibt's bei Verleihnix. Ja? Verlinke ich euch unten. Die Verleihnix-Jungs haben die Dinger am Start. Und da, wenn ihr PSP-Spiele habt, unter anderem, sie haben auch noch für SNES und was weiß ich, alles Mögliche haben sie Hüllen. Ja, Goodfellas. Die, ja, eine wahre Geschichte um Henry Hill, hier gespielt von Ray Liotta. 30 Jahre in der Mafia, wurde ja quasi Kronzeuge gegen die Mafia, ist dann ins Zeugenschutzprogramm gekommen. Einem natürlich immer herausragenden Robert De Niro und einem immer Oscar-reifen, vor allem wenn er Mafia-Jungs spielt, Joe Pesci. Ja? Und die beiden sind da auch im Moment wieder zu sehen in hier der neue, weil das ist ja ein Scorsese-Film und der neue Scorsese, der Irishman, der gut ist, aber der nicht rankommt an Goodfellas. Aber ja, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Irishman, ganz schlimm an dem Film fand ich halt, dass sie, ja, De Niro soll da ein 30-Jähriger oder Anfang 40-Jähriger und man sieht einfach vor allem, also sie haben ihn CGI-mäßig verjüngert, aber man sieht es einfach immer noch. Und vor allem die Szene, wo er Leute zusammenschlägt und da siehst du einfach, dass das ein Körper von einem 70-Jährigen ist. Aber nein, egal, abgeschwiffen. Ja, Goodfellas, mega, freut mich so, so sehr. Jetzt brauche ich natürlich nochmal offen. Ja, ich will ihn nochmal wieder gucken auf OMD. Goodfellas für die PSP. Hammer, geil. Dann vom Sarobe. Na, Sarobe 84 könnt ihr abchecken auf YouTube. Gab's für 20 Euro inklusive Versand auch ein paar OMDs. Und zwar einmal Wonderful Days und der ist sealed. Dann gab's auch eine Musik-OMD. We Are Scissor Sisters and So Are You. Und sehr geil. Und das hat mich mega gefreut. Die ersten 5 Folgen von King of Queens. Und jetzt bin ich meiner Meinung nach, gibt's nur diese 5 Folgen. Also zumindest bei uns. Ich weiß nicht, ob die Amis noch mehr bekommen haben. Bei uns kam das nur so. Nur die ersten 5 Folgen. Aber schaut euch das, wie, ich finde dieses Format einfach nach wie vor einfach phänomenal, ja. Für die PSP. King of Queens, meiner Meinung nach, eines der besten, wenn nicht das Beste, zusammen mit, ich sag mal, Friends und Al Bundy und Fresh Prince, ja. Besten Sitcom aller Zeiten. Dann haben wir We Are Scissor Sisters and So Are You. Ja, ist auch so eine Musik-OMD. Nicht unbedingt ganz meine Mucke, das ist so was, ja, poppiges, eher so, ja, keine Ahnung, vielleicht für so College-Mädels, ist das so Mucke oder so, keine Ahnung, aber sehr cool, so ein kleines Poster ist drin von denen, also auch vom Frontcover, wie man hier sieht, ja, immer nett, das sieht man mal, dass man krass zu, ja, OMDs mehr geboten kriegt, was innen angeht, als heutzutage bei Games und so, ja, ist auch selbst da, krass. Und einmal ein Anime, und zwar Wonderful Days, darüber kann ich, der ist sealed, wie gesagt, ja, der ist sealed und ich kann leider gar nichts dazu sagen, noch nie gesehen, keinerlei Berührung mit dem Film jemals gehabt und, ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie gesagt, gehört ins OMD Full Set, ja, Wonderful Days, aber ich schätze mal, ja, schon das Cover sieht schon geil aus, ja, also es wird schon seine Qualität haben, würde ich sagen, ne? Könnt ihr mir aber, wie gesagt, gerne sagen, ob das, ja. Auf jeden Fall, Dankeschön, Saro, 20 Euro inklusive locker wert, also das ist allein der Sealed Wonderful Days wert, ja, mega. Dankeschön, Saro, und bitte beim Vorbeischauen, Sarobe 84 auf YouTube. Dann, meine lieben Freunde, kuriose Geschichte. Und zwar vom lieben Martin,
Plattform Back to the Pixels leider nicht mehr aktiv auf Facebook. Für einen Fünfer inklusive Versand. Einmal ein Sealed für die Xbox Classic. Matrix Path of Neo. Ja, wie gesagt, schön sealed und geschlossen. Ne? Hier ist das Siegel nochmal. Ich habe noch so eine extra, extra Folie drum. Und es ist lustigerweise, ich habe ja im letzten Börsenvideo gesagt, ich suche das da und das Enter the Matrix, weil ich die beiden Games gespielt habe damals. Aber irgendwie war das Humbug, denn ich habe Path of Neo nie gespielt. Ja? Und das habe ich gemerkt, als ich Path of Neo gespielt habe. Ich so, hä, warte mal, ich kann mich an gar nichts erinnern. Habe ich das echt nicht gespielt damals? Ja, krass. Und Path of Neo kam ja nach Enter the Matrix raus und das ist das Matrix-Game, was wir von Anfang an hätten bekommen sollen. Ja? Übrigens, der Trailer ist jetzt draußen zu Matrix 4. Ich halte mich noch zurück. Ich habe noch wirklich, ich muss den erstmal sehen, aber ich hoffe, dass er einigermaßen rankommt an den ersten Teil. Oder zumindest besser ist als die Nachfolger, die zweite und dritte. Aber wie gesagt, Gesprächsstoff für ein anderes Video vielleicht. Man spielt hier, wie gesagt, man spielt hier zum ersten Mal Neo. Bei Enter the Matrix hat man Niobe und diesen Ghost oder wie der heißt gespielt, aber keine Spur von Neo. Und das hier habe ich auch so eine gute Dreiviertelstunde angezockt und wie auch bei Enter the Matrix ist das Kampfsystem einfach mega und zu damaliger Zeit bahnbrechend und seiner Zeit voraus. Ja, da haben sich die Games heutzutage zum Beispiel, ich würde mal sagen Batman, ja, die Batman-Games auf jeden Fall eine Scheibe von abgeschnitten, ist sehr, sehr ähnlich, ja, mit diesem Lock-on-Prinzip an Gegnern und dann rüber zum nächsten Gegner so springen und den dann verkloppen. Natürlich gibt es hier Bullet Time und so weiter und so fort. Und der hier hält sich näher oder ziemlich nah an die Geschichte vom ersten Teil. Man spielt auch einige Level, die so aufgebaut sind wie Szenen, die wir kennen aus dem ersten Teil. Und man sieht auch immer wieder Filmeinspieler vom ersten Teil. Manche Sachen haben sie aber auch geändert, wie zum Beispiel das Trainingslevel. Im Film trainiert man ja mit Morpheus und hier trainiert man mit einem der anderen Crewmitglieder, die uns die schicken uns in so eine Höhle rein und wir sind, das fand ich auch ganz lustig, in so einem Karate oder irgendwie so einem Kampfoutfit und was ich auch ganz lustig fand, da sagt Neo, ich habe mir noch gedacht, so, warum? Was haben wir da für ein blödes Kostüm an? Was soll das jetzt so? Und dann sagt Neo noch im Spiel selbst dann auch, was habe ich hier eigentlich an? Was soll das? Und dann der Kollege, der uns im Ohr sitzt, meinte dann, ja, ich wollte das so halt ein bisschen, ne? Dass es zur Stimmung passt. Und wir so, ah ja, okay. So, ja. Und das Ding ist nämlich, dann habe ich es mir bestellt, nochmal, weil ich wollte es ja zocken. Und da habe ich es mir für 10 Euro via Amazon nochmal für die PS2 bestellt, denn die PS3, über die PS3 kann ich ja PS2-Games zocken und darüber ist das Gameplay auch, was ihr gerade seht, gecaptured worden. Ne? Ja, also 5 Euro, Dankeschön, Martin, Back to the Pixel, mach mal wieder Videos, mein Freund. Ja? Sehr, sehr geiler Deal, mega sealed, einmal für die Classic und einmal für die PlayStation 2, ja, The Matrix, Path of Neo. Geil. So, dann sind wir auch schon fast durch und jetzt kommen wir zu den zwei heißen Geräten, die ich angekündigt habe. Und anfangen möchte ich mit dem ersten heißen Gerät und da möchte ich mich wieder sehr, sehr, sehr bedanken beim Rosi von den Pixel Pop Pals, denn er hat mir was abgeholt für 25 Euro inklusive Versand via Kleinanzeigen. Das war auch, glaube ich, nur zur Abholung, also da wollte die Dame nicht versenden. Und zwar geht es hier um eine wunderschöne, die ist also wirklich neuwert, die kann man sagen, 3004er PSP, ja, die ist einfach nur göttlich, ein mega heißes Gerät, ja, in einem Türkis mit so, ja, wenn man es hier sieht, vielleicht kann man es hier sehen, mit so einem Glitzer-Effekt, ja, einfach nur geil. Übrigens, das wäre aber ein anderes Video wert, es gibt ja
die PSP 1000, dann kam die Revision mit einem etwas besseren Screen, die 2000er, und dann kam die mit einem noch besseren Screen, die 3000er, ja. Und die 3000er könnt ihr auf jeden Fall auch erkennen, die ist auf jeden Fall dünner als die 1000er, aber im Gegensatz zur 1000er und 2000er ist dieser Ring hier dünner, ja, also bei der 2 und 1000er ist sie dicker, ja, so könnt ihr auf jeden Fall immer gleich eine 3000er erkennen, und auch hier unten die 2000er und die 3000er haben hier diesen Eingang, damit ihr das Ding an euren Fernseher anschließen könnt, ja, mega, mega geil, 25 Euro inklusive. Rosi, vielen, vielen Dank. Das war absolut nice von dir. Und das lasse ich jetzt auch hier liegen, denn jetzt kommt das zweite heiße Gerät. Das habe ich vom Vincent bekommen aus der Nerdzentrale. Er hat von mir zwei andere Games gekriegt, die vom Wert her die Hälfte waren von der PSP, die er mir geschickt hat. Ja, jetzt habe ich schon gespoilert, natürlich. Aber er war cool damit. Ja, so, ja, Vincent, wie immer, einfach nur mega geil. Und Leute, das ist was jetzt ganz Spezielles. Und ich weiß nicht, ich wollte eigentlich gar nicht PSP sammeln. Ich weiß nicht, warum das jetzt so angefangen hat, aber macht irgendwie auch Spaß. Ja? Und zwar ist es eine blaue, und jetzt kommt's, japanische 3004er PSP. Ja? Auch hier wieder der dünnere Ring, wie wir hier sehen können. Und auch das hier in diesem Glitzereffekt, oder? Oder... Nee, das hat keinen Glitzereffekt, also zumindest hinten nicht und vorne auch nicht. Nee, das ist einfach nur, ja, das ist nur die hier, ne, wie gesagt, die hat so einen Glitzereffekt hinten drauf. Das seht ihr jetzt ganz schlecht. Und das hier ist, wie gesagt, ihr werdet euch jetzt fragen, was bringt mir eine japanische 3000er? An für sich gar nichts, denn die Spiele sind ja nicht region-locked. Also egal, was für eine PSP ihr habt, aus welchem Land, ihr könnt alle Spiele darauf spielen. Aber Film-UMDs, wer mein Channel aufgepasst hat die letzte Zeit, weiß, ich habe zum Beispiel zwei US-Filme auf der PSP und die funktionieren nur auf einem US, auf einer US-PSP. Sprich, wenn ich irgendwann eine japanische UMDs haben möchte, dann oder reinbekomme, dann kann ich die nur über diese PSP schauen. Vincent, vielen, vielen Dank. Da hat er mir noch reingelegt, sehr cool, diese Agent Scully-Figur, ja, mit dem Handy in der Hand, ja, die Akte X. Mega, ich liebe die Serie. Könnt man mal wieder schauen. Einmal MX versus ATV Unleashed für die PSP. Ja, so ein kleines arcadiges Motocross bzw. Quad Stunt Game. Ja, kann man mal zocken. Oder auch als Hüllenspender, weil die ist sehr schön, die Hülle. Netzteil ist drin für die PSP. In dem Paket. Dann hat er mir auch nochmal reingelegt. Path of Neo, weil er gehört hat, ich suche das Spiel. Aber da habe ich es mir schon bestellt. Ja, mal schauen, das werde ich dann wohl mal vertauschen oder verschenken, irgendwo als Goodie reinlegen oder so. Dann hat er mir noch ein Keychain reingelegt von Call of Duty. Und wie gesagt, das ist wahrscheinlich, das war wahrscheinlich für die PSP, das, was ich ihm gegeben habe, war wahrscheinlich der Einkaufspreis. Lustigerweise, hat er gesagt, ist ein waschechter Japaner reingekommen und hat ihm die verkauft, ja. Und hier habt ihr nochmal die Nerdzentrale, nochmal seine Karte in Karlsruhe. Könnt ihr bewusst und mit gutem Gewissen einkaufen gehen. Ja, Vincent von der Nerdzentrale, mega, vielen, vielen Dank. Ah, diese zwei heißen Geräte, ja. Und Leute, das war's jetzt von dem Video, aber das Video am Anfang, ja, war natürlich nur Spaß, ja. Ich gebe hier keine Tipps aus, wie man irgendwas aufreißt und so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand so dumm ist, meine Tipps... Baby, was eine süße OVP. Gibst du mir deine Anleitung? Dir würde ich gerne in den Modulschlitz pusten. Gibst dich auch ein Zielt? Baby, keine Sorge, bei mir ist alles safe, du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe den passenden Spieleberater. Hey, dein Vater muss ein Dieb sein. Ja, ja, ich weiß, er hat die Sterne vom Himmel geklaut und mir in die Augen gesetzt. Nee, ich finde die Schweine hässlich, aber mir fehlt da vorne ein Spiel.